Samstagnachmittag in Berlin. Eine Gruppe von Menschen versammelt sich vor dem Brandenburger Tor. Die Polizei bittet sie zu gehen. Mehrere Corona-Demos wurden für das Wochenende angemeldet. Diese gehört nicht dazu. Trotz der Warnungen ziehen die Demonstranten einfach nur eine Straße weiter. Seit bald 2 Monaten ist es jedes Wochenende das gleiche Bild. Menschen gehen deutschlandweit gegen die Corona-Einschränkungen auf die Straße. In Berlin, Stuttgart, Frankfurt und vielen anderen Städten. Sicherlich schwierig. Wir sind mit 1000 Einsatzkräften heute hier in der Stadt unterwegs, um die angemeldeten Kundgebungen zu gewährleisten und gleichzeitig dann dafür Sorge zu tragen, dass die Eindämmungsmaßnahmenverordnung im Umfeld dennoch eingehalten wird. Hier treffen Bürger, die einfach nur ihren Unmut kundtun wollen, auf Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und auch auf Extremisten. Eine sehr diffuse Mischung, würde ich sagen, die wir da haben. Das gibt es manchmal bei Bewegungen, die so anlassbezogen sind, weil wir ja wirklich diesen ganz konkreten Anlass der Pandemie haben und der Maßnahmen, der Einschränkungen, die wir alle erleben, dass das sozusagen wirklich ein breites Bündnis auch dahinter sozusagen versammeln kann. Die neue Bürgerbewegung, Ausdruck einer lebhaften Demokratie in Deutschland? Einerseits ja, meinen Experten. Wenn aber Radikale und Antisemiten die Demonstrationen unterwanderten, um zu hetzen und zu spalten, sei eine rote Linie überschritten. Und dann gelte es für jeden Demokraten, Abstand halten, und zwar mehr als nur 1,5 Meter. Also sehr viele von diesen Menschen sind gerade vor allen Dingen so im Verschwörungsbereich unterwegs. Und wenn man sich da immer in dieses wahnhafte Weltbild aus Antisemitismus, aus Feindbildern, auch als Rassismus eingearbeitet hat sozusagen, kommt man da sehr schwer wieder raus. Und das ist die Gefahr für die gesamte Gesellschaft tatsächlich auch, dass wir dort eine Menge an Menschen haben, und die wächst gerade rapide, die sich quasi von der Realität abkoppelt und eine einfache Lösung sucht, wo es leider gerade in der Welt kompliziert ist. Bei all dem Trubel gerät schnell in Vergessenheit, die Kritiker sind in der Minderheit. In Umfragen zeigen sich die meisten Deutschen zufrieden mit der Krisenpolitik und dem Tempo bei den Lockerungen. Auch ein Blick auf die Teilnehmerzahlen der Demos zeigt, nicht nur den Höhepunkt der Pandemie scheint Deutschland hinter sich zu haben. Obwohl Deutschland Lockerungen einführt, gehen die Proteste weiter. Allerdings ist zu bemerken, dass die Zahlen die Demonstranten abnimmt. Ich bin Juna Kelgen aus Berlin für Euronews.